Kaum war der berühmte Dichter gestorben, das war 1962, nannte ihn eine renommierte deutsche Wochenzeitung im hämischen Nachruf den Gartenzwerg unter den Nobelpreisträgern. Hermann Hesse war ein Liebling seiner Gemeinde und nie das Hätschelkind der deutschen Literaturkritik, was vielleicht eben daran lag, dass dieser Autor so überaus erfolgreich war. Seine Leserschaft im In- und Ausland kann man nach Millionen zählen. Der Erlös aus Hesses Werken, ich nenne nur den Steppenwolf, Siddhartha und Narziss und Goldmund, erlaubten es seinem Verleger auch zahlreiche andere, sehr viel schwerer verkäufliche Autoren zu fördern. Und auch darin liegt kein geringer Verdienst um die Literatur. Den Erfolg Hesses gerade bei jugendlichen Lesern kann man getrost mit der Wirkung eines anderen Werkes vergleichen, das gut 100 Jahre vor des Dichters Geburt erschien. Die Rede ist natürlich von Goethes Leiden des jungen Werther, das 1774 die Jugend Deutschlands erschütterte. Es sind die altersgemäßen Erfahrungen von nicht verstanden werden, von unglücklicher erster Liebe, von Versagensängsten und vielen anderen tristen Umständen mehr, die bestimmte Bücher auf einen freiliegenden Nerv treffen lassen. Unsere Seelenkunde spricht von Identitätskrisen. Und genau um solche Identitätskrisen und deren Bewältigung geht es in den drei Titeln, die ich gerade genannt habe, geht es aber auch in jener ersten Erzählung Hermann Hesses, die ihm zu dem verhalf, was Literaturwissenschaftler gern mit dem etwas klobigen Begriff Durchbruch belegen. Dieses erste große Werk erschien 1903 und 1904. Es trug den Titel Peter Camenzind und machte seinen Autor berühmt. Hesse war damals 27 Jahre alt. Peter Camenzind ist die Geschichte eines Bauernsohns, das einem kleinen Dorf in der Schweiz stammt. Eine glückliche Kindheit als Hirtenjunge erfährt, dann Schritt für Schritt zivilisiert wird. Also verschiedene Schulen besucht und in der Großstadt landet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Schriftsteller zu werden, kommt aber über die Position eines Gelegenheitspublizisten nicht hinaus. Die Stadt ist ihm keine Heimat, eine Liebesbeziehung scheitert, auch der Genuss berauschender Getränke wird zum Problem. Unser Held beschließt, wieder in sein Heimatdorf zurückzukehren, doch zuvor, wohl angeregt durch die Beschäftigung mit dem Leben und Werk des heiligen Franz von Assisi, verbringt er noch einige Monate in einer einfachen Handwerkerfamilie, deren einen Sohn, einen Krüppel, er pflegt. Als dieser, als Boppi stirbt, hält Peter Camenzind nichts mehr in der sogenannten Zivilisation. Im Dorf erkennt er, dass der Weg in die Stadt ein Irrweg war. Selbstverständlich. Meine Damen und Herren, da tönt vieles mit, was Sie aus der romantischen deutschen Literatur kennen. Da erkennen wir die Form des Bildungsromans wieder. Da dürfen wir aber auch an ein anderes literarisches Vorbild wie Gottfried Kellers Grünen Heinrich denken. Die Pole sind klar benannt, dort die Zivilisation mit all ihren üblen Verlockungen der Dekadenz, hier die heile Welt der Dorfgemeinschaft, der von Gott geschaffenen Natur. Dort der Versuch, den Menschen zu verbiegen, hier das Recht auf Selbstbestimmung, auf die Flucht vor der Gesellschaft. Kameraderie, gut, die darf sein, aber Konvention ist der Anfang allen Schreckens. Das hatte mehr als nur einen Stich von Wandervogel, von romantischer Naturseligkeit. Aus grauer Städte Mauern ziehen wir durch Wald und Feld, lauteten die ersten zwei Zeilen eines damals sehr populären Liedes. Manche Kritiker bezweifelten damals, ob man überhaupt von einem Roman oder einer durchgestalteten Erzählung sprechen könne. Zu sehr sei dem Autor das Herz mit der Feder davongeschwommen. Aber an der Popularität des Werkes änderte derlei Beckmesserei nichts. Junge Leute, die ihre eigenen Erfahrungen in einem Buch suchen oder wiederfinden, lassen sich nun einmal von Feuilletons nicht beeindrucken. Eher im Gegenteil. Sie stellen die Frage nach dem Autobiografischen, meine verehrten Zuseher, aber selbstverständlich enthält das Werk starke autobiografische Bezüge. Allerdings sind die wenigsten gleichsam 1:1 aufzulösen. Hermann Hesse wuchs nicht in einem Dorf, sondern in der schwäbischen Kleinstadt Calw auf,
über die ich hier nichts Unhöfliches sagen mag, doch Dorf war dort nicht und Großstadt genauso wenig. Hesses Eltern und auch sein Großvater waren protestantische Missionare gewesen, Mitglieder der Basler Missionsgesellschaft. Seit Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts missionierte diese Gesellschaft auch in Indien. Hesses Vorfahren gehörten dazu. Missionare, meine Damen und Herren, pflegen recht strikte Vorstellungen davon zu haben, was für andere Seelen gut und was böse ist. Und sie sind gehalten, Widerspruch nur in kleinsten Dosen zu ertragen. Wie das im Umgang mit Heiden klappt, will ich hier nicht erörtern. Als Erziehungsprinzip für einen feuerköpfigen, hochbegabten Buben ist es nicht immer der Königsweg. Hermann Hesse war so ein Feuerkopf. Und die Eltern waren bei aller Bildung äußerst streng. Der Bub sollte geistlicher werden und wurde in die entsprechenden Schulen und Internate gesteckt. Der Bub wehrte sich und riss aus, wurde eingefangen, blieb aufsässig, drohte mit Selbstmord. Das machten die ratlosen Eltern. Sie übergaben ihn einer Anstalt für Schwachsinnige und Epileptiker. Auch so kann man versuchen, Konflikte zu lösen. Erfolgreich war das natürlich nicht. Hesse kehrte zwar an ein anderes Gymnasium zurück, bestand sein Examen, fand nach einem Umweg zu einer Stellung als Buchhändler und als Antiquar. Jetzt konnte er endlich das betreiben, was seiner tiefsten Neigung entsprach, lesen und schreiben. Aber der Kontakt mit den Eltern war unwiderruflich gekappt. Hesse ging seine eigenen Wege und erklärte dies zum Programm. Es war ein Programm des konsequenten Eigensinns. Hermann Hesse war, mit den Worten der heutigen gesagt, kein pflegeleichter Umgang. Wie auch sollte das gehen mit einem Einzelgänger, der sich nirgendwo zu Hause fühlte, immer wieder den Ort wechselte, der deutlich empfand und ausdrückte, dass er weder mit noch ohne Frauen leben konnte, dessen Denken und Schreiben fast monomanisch stets nur auf die eigenen Konflikte bezogen waren. Er war, auch das sei nicht verschwiegen, ein großer Freund der Klage. Aber das sind praktisch alle Autoren. Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs bejubelte er zunächst, wie die meisten seiner Schriftstellerkollegen. Nur seine Kurzsichtigkeit bewahrte ihn vom heiß erwünschten Frontdienst. Und schon ein paar Jahre später fand er zu einer beherzten Nüchternheit. Er engagierte sich für das Schicksal der Kriegsgefangenen und erlebte hier unmittelbar die Not der Opfer. Und gleichzeitig reagierte sein Ohr immer empfindlicher auf die blechernen Signale des Hurra-Patriotismus, ganz gleich aus welchem Land sie erschallten. Wer aus dieser Herzenslage keine Mördergrube machte, wer stattdessen, wie Hesse öffentlich Klage führte über die Verrohung der Gemüter, dem drohte der Schandpfahl. In Deutschland hatte man dafür flink die Bezeichnung vaterlandsloser Geselle zur Hand. Hesse verstand den deutlichen Wink und beantragte die Schweizer Staatsbürgerschaft. 1923 wurde sie ihm gewährt. Seither waren strikte Neutralität und Pazifismus sein Programm. Ein Programm, dessen Ziele übrigens nur wenige seiner politisch meist hoch oder jedenfalls höher motivierten Schriftsteller mittragen wollten. Aber lassen Sie uns, verehrte Zuseher, wieder zur Literatur zurückkehren. Zu den Werken, auf die sie schon zu ihrer Schulzeit aufmerksam gemacht wurden, von Lehrern oder von Mitschülern. Beginnen möchte ich mit dem Roman Siddhartha, eine indische Dichtung, den Hesse 1922 veröffentlichte. Wir wollen dabei im Kopf behalten, dass sich die Vorfahren des Dichters zum Ziel gesetzt hatten, die Inder von ihren brahmanischen, buddhistischen oder welchen Aberglauben auch immer zum Christentum, also zum Monotheismus zu bekehren. Hier also kurz die Geschichte. Der junge Siddhartha und sein Freund Govinda suchen nach der Erleuchtung. Werden dafür zunächst zu asketischen Bettlern und treffen dabei auf Gautama, den Buddha, der die Erleuchtung bereits erlangt hat. Govinda, der Freund, beschließt, bei Gautama in die Lehre zu gehen. Siddhartha glaubt dagegen, erkannt zu haben, dass es keine Lehre gibt, sondern nur den Weg der eigenen Erfahrung. Er lässt sich
auf ein Leben der sinnlichen und der materiellen Genüsse ein, verliert sich fast in diesem Leben, erkennt dann aber in einem Traum seine Fehler und flieht aus der Welt des Luxus und der Begierden. Diese Flucht führt ihn wieder mit seinem Freund Govinda zusammen. Die beiden reflektieren über die Nichtigkeit aller theologischen oder akademischen Erkenntnis. Was zählt, ist allein die Erfahrung, genauer gesagt die Schlussfolgerung aus der Erfahrung. Schmerzlich klar wird Siddhartha diese Lehre am eigenen Leib, vielmehr an der Frucht des eigenen Leibes. Er hat einen Sohn gezeugt, dem er auf seinen Wanderungen wieder begegnet. Diesen Sohn möchte er im Lichte seiner eigenen Erfahrungen erziehen. Zu spät erst begreift er, dass Erziehung das falsche Projekt ist, das man als Erleuchteter begreifen muss, einfach loszulassen. Deutlicher kann man als schwäbischer Missionarssohn seinem Vater schwerlich mitteilen, was man von dessen Aktivitäten als Erzieher nicht nur im indischen Subkontinent hält. Wenn man ganz genau hinhört, schwingt bei dem literarischen Projekt eine indische Dichtung aus der Sicht des Westens auch noch ein wenig der ironische Hinweis auf den Esoteriker im Supermarkt um die Ecke mit. Hermann Hesse hatte sich so lange mit Indien beschäftigt, dass er auch, was die Fakten, die philosophische Strenge angeht, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, loslassen konnte. Die Geschichte ist eine klassische Projektion, die viel mit dem schwäbischen Pietismus und erst nachgeordnet mit dem Religionssystem in Indiens oder des fernen Ostens zu tun hat. Es hat der Botschaft naturgemäß nicht geschadet. Fortan und bis weit über seinen Tod hinaus erweckt die Lektüre in Generationen von jungen Menschen das unbändige Gefühl für ihre Individualität, für die Notwendigkeit, wieder den Stachel zu löcken und auch für die Bedeutung asiatischer Weisheiten, in welchem Zustand die sich auch immer befinden mochten. Ähnlich willensstark geht es auch in dem vielleicht noch populäreren und dann mit dem Nobelpreis bedachten Roman Steppenwolf zu, dessen Hauptfigur Henry Haller schon durch die Initialen seines Namens, durch das doppelte H, auf den Autor selbst verweist. Auch in der Brust des Künstlers Haller kämpfen zwei Seelen, kämpft der Streit zwischen einer zivilisatorisch angepassten und einer radikal eigenbestimmten Existenz, dem Leben als Steppenwolf, eines Tieres, das es einsam ins Unwirtliche zieht. Dieser Widerstreit, so lehrt uns der Autor, kann nur auf einer höheren Ebene aufgehoben werden, im lauten, erkenntnisvollen Lachen. Auch das könnte auf eine fernöstliche Inspiration zurückgeführt werden, auf die Tradition des Lachens der Zen-Meister, der Mönche, wenn sie auf ein durch die Logik nicht auflösbares Problem stoßen. Dem Helden, dem Steppenwolf jedenfalls, hilft dieses Lachen. Es schenkt ihm seine künstlerische Unbefangenheit zurück. Hermann Hesses uneingeschränkter Pazifismus, wir haben das vorhin kurz angedeutet, meine Damen und Herren, verschafft ihm, dem oft als Einzelgänger für Millionen bespöttelten Autor, nicht nur Freunde. Das ist erklärlich, gerade auch in jener Zeit, als der Nationalsozialismus mit seinen physischen und kulturellen Eroberungszügen große Teile der Zivilisation verwüstete. Die beiden anderen Fixsterne am Himmel der deutschen Literatur, Gerhard Hauptmann und Thomas Mann, hatten sich für andere Positionen entschieden. Hauptmann ließ sich von den Nazis hofieren. Thomas Mann erklärte sich eindeutig zu ihrem Gegner. Für Hesse hingegen galt das selbst auferlegte Gebot, sich über die politischen Auseinandersetzungen zu stellen, ganz weit nach oben. Ob das im buddhistischen Sinne weise war, mag hier dahingestellt bleiben. Feige war es auf jeden Fall nicht. Hesse war weder im Großen noch im Kleinen feige. Das zeigt sich schon einer ganz kleinen Anekdote. Ein Mann, der wie Hermann Hesse nie nachließ, den von ihm so hochgeschätzten Thomas Mann von dessen närrischer Liebe zu Richard Wagner abzubringen, so ein Mann kann kein Hasenfuß gewesen sein.